Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin Informantenshow 945, heute am 11. August. Wir sprechen über das Ethereum 2.0 Testnetz und auch über das Staking von Cardano. Und zum Schluss, Leute, bleibt dran, da ziehe ich den Gewinner hier dieser Prepaid Mastercard-Karte, die die Jungs von BitQ zur Verfügung gestellt haben. Also dranbleiben lohnt sich. Wir starten mit dem Preis und ja, die 12.000 scheint ein Hindernis zu sein. Ja, aktuell steht Bitcoin bei 11.856. Wir haben jetzt 7:30 Uhr am Morgen. Und ja, gestern sind wir über die 12.000 drüber geklettert. Dann gab es einen kleinen Dump auf 11.6. Wurde schnell wieder aufgekauft. Ja, jetzt sind wir wieder über der 11.8. Also mal gucken, ob der Bitcoin jetzt ja diese Hürde nehmen kann oder nicht. Schwer zu sagen, aber interessant ist auf jeden Fall, ja, auch mal auf den Bitcoin Fear and Greed Index zu gucken. Und wenn wir da drauf gucken, ja, wir stehen bei 84, also extrem Greed. Und wenn wir uns mal den Chart hier angucken, seit Bestehen von diesem Index, sehen wir, dass jedes Mal, wenn wir in diesen Regionen waren, ja, danach es auch wieder runterging. Das letzte Mal, als wir bei, wo waren wir hier, am 26. Juni, da waren wir bei 95, 2019, ja, und wir alle wissen, was da passiert ist. Das war, ja, letztes Jahr das Hoch bei 13.400 irgendwas, und danach ging es dann runter. Mal gucken, ob der Bitcoin jetzt hier weiter klettern kann, ob der Fear and Greed Index ein guter Indikator ist, ja, ob es vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Gewinne mitzunehmen oder nicht, wir werden sehen. Aber kommen wir zuerst mal zum ersten Thema. Ethereum 2.0 Testnetz. Ja, gab es viel zu berichten in den letzten Tagen, sage ich mal. Für die meisten Teilnehmer verläuft es genauso, wie es soll. Bis zu 1 Million ETH haben an der Simulation der Beacon Chain teilgenommen. Ja, was natürlich die Hoffnung auf den Mainnet-Start dann weiter aufleben lässt. Und das Medalla Ethereum 2.0 Testnetz läuft seit 6 Tagen. Und man hat jetzt die ersten Tests gemacht, die ersten Auswertungen. Und ja, jetzt kann es dann demnächst ans Eingemachte gehen, um wirklich hier ein Upgrade vom Proof of Work zu Proof of Stake durchzuführen. Und ja, ist schon, ich würde mal sagen, ist schon eine Hausnummer, so 1 Million ETH, natürlich keine echten ETH, das sind GÖ-ETH, wie sie heißt, alles im Testnetz, aber ich sag mal, ist schon eine Hausnummer, 1 Million ETH, die da hier gestaked worden. Es gibt da natürlich Verdienste für, wir alle wissen es, das ist das, was das dann später so interessant macht, das Staking von Ethereum, und die haben bisher 582 ETH verdient, die Validatoren, und ja, mal gucken, wie sich das dann weiter verhält. Die Forscher sind soweit und Entwickler soweit zufrieden. Es gibt einige Leitfäden. Es ist natürlich auch noch vieles nicht so optimal, wie es sind. Es gibt Schwachstellen, ein paar Hacker, die jetzt darauf angesetzt wurden. Es gibt ein paar Bounties, wenn man den Code dann ja verbessert und ausnutzt und das dann aufzeigt. Und ja, mal sehen, was da noch alles so rauskommt. Das ist wirklich ein Mammutprojekt, was man hier versucht umzusetzen. Und ich glaube, sehr viele Augen aus der Kryptoszene sind wirklich hier auf ETH gerichtet. Wir sehen es, ETH, wie es wächst, wie die Nutzung wächst. ETH hat mehr Mining-Gebühren als Bitcoin mittlerweile. Die Nutzung von ETH explodiert. Also es ist wirklich absolut nötig, dass hier jetzt das Upgrade stattfindet. Interessant ist auch die geografische Aufschlüsselung der Nodes, der Validierer. 31,1% sind in den USA. 21,7% in Deutschland, also an zweiter Stelle damit, und Großbritannien mit 5,6% an dritter Stelle. Es gab nur wenige Teilnehmer aus den asiatischen Ländern, Singapur, Südkorea, Japan und China. Ja, also da muss vielleicht noch ein bisschen was passieren, um das dann später ein bisschen vielfältiger, ein bisschen geografischer verteilter zu machen. Aber wir werden sehen, soweit läuft es alles ganz gut bei diesem Medalla Testnetz. Und mal gucken, ja, wann jetzt wirklich hier der Startschuss fällt, ob es dieses Jahr noch ist für ja den echten Übergang im Mainnet. Wir werden sehen. Thema Staking, bleiben wir nämlich bei Cardano. Und Cardano, ja, wenn wir mal kurz auf den Chart gucken, Cardano steht auf Platz 9 bei 14 Cent. Ja, also nicht schlecht, ein Top 10 Coin, keine Frage. Und Cardano hat ja das Staking schon im Einsatz. Ja, die haben über 900 Pools mit über 24.000 Teilnehmer.
die halt ihre ADA dahinterlegt haben, um vom Staking zu profitieren. Die wollen damit natürlich eine höhere Dezentralisierung erreichen. Auch die Anzahl der Pools spielt natürlich eine Rolle mit. Interessant ist wirklich, dass 33% des Total Supply von ADA im Staking sind. Also ein Drittel finde ich echt hoch, ja. Und das ist natürlich, ja, ja, schon ungewöhnlich, finde ich. Ja, 33%, ein Drittel, dass sie im Staking sind. Wie hoch da die Rewards sind bei ADA, keinen Plan. Ja, habe ich mich nie wirklich jetzt eingehend mit befasst. Aber hier kann Cardano natürlich punkten gegenüber Ethereum. Die sind eigentlich schon da, wo ETH jetzt hin will. ETH ist ja erst gerade im Prozess, auf Proof of Stake zu wechseln. Wer weiß, was das noch für Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber Cardano hat auch hier 5 Jahre Entwicklungsarbeit investiert, um an diesen Punkt zu gelangen. Und dieser Paradigmenwechsel bei Ethereum, ja, der ist natürlich nicht so leicht. Und man muss natürlich jetzt bei Cardano auch die nächsten Schritte einleiten, zügig realisieren, um halt ja das komplette Ökosystem auf eine starke Ausgangsbasis zu stellen. Aber auch das muss natürlich noch erprobt werden. ETH natürlich hat einen riesen Advantage, einen Vorteil. Viele ICOs sind draufgelaufen, viele Token laufen auf ETH. Wir haben die ganzen Decentralized Finance Projekte. Da steht Cardano natürlich noch am Anfang. Ob sie dann in der Konkurrenz für Ethereum werden, das wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ist Cardano gut gelaufen, der Kurs hat sich auch gut entwickelt und wie sich das Staking jetzt weiter auf den Preis auswirken wird, das werden wir dann sehen, weil klar, wenn ich sag mal, ein Drittel der Coins im Staking sind, ist weniger Supply im Markt und das treibt natürlich dann auch oder kann den Kurs treiben. Die Frage ist auch, was passiert mit den Rewards? Werden die Leute es zurück ins Staking tun? Werden sie es verkaufen und dann den Preis damit ein bisschen drücken? Auf jeden Fall ist ja das recht interessant hier zu sehen und nochmal sehen, was glaubst du, kann sich hier Cardano dann behaupten gegenüber Ethereum oder glaubst du, ETH bleibt weiter die Nummer 1 in diesem Bereich? Ja, zum Schluss haben wir natürlich noch hier den Gewinner dieser Karte, den müssen wir noch ziehen und das ist ja die Prepaid Mastercard, die du per Gutschein aufladen kannst. Die Gutscheine, oder kannst es natürlich auch mit Bargeld aufladen, an der Tankstelle überhaupt kein Problem. Du kannst aber auch mit einem Gutschein aufladen bei BitKu, ja. Und ich mache jetzt hier einfach mal eine Screen-Übertragung und ziehe jetzt einfach mal hier den Gewinner aus dem Video. Ich glaube, welches Video war es? 941. Ich klicke jetzt mal hier auf Get YouTube Comments, habe das Video schon eingegeben. 35 Kommentare haben wir, die dabei sind. Und klicke jetzt mal auf Start und das ganze Ding rattert, rattert, rattert. Und der Gewinner dieser wundervollen Prepaid-Karte, das ist so, rattert, rattert, komm, 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 zieh viel Glück an. Frauke, BitKu, danke für die Info, Dennis. Also Frauke, herzlichen Glückwunsch für diese Karte. Schreib mir eine E-Mail an info@denniskoray.de mit deiner Adresse. Dann schicke ich dir diese Karte zu. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar, du hast gewonnen. Ja, zum Schluss guckt man nochmal auf den Markt. Wir stehen bei 300 und wie viel Milliarden sind es? 363 Milliarden Marktkapitalisierung, Bitcoin dominiert 60,3%. Und ja, in den Top 10, du siehst es ja, der Bitcoin leuchtet rot. Und ja, es ist nicht so viel Bewegung drin. Ein paar Coins sind grün und das ist hier in dem Fall jetzt nur Ripple mit 2,4% und Litecoin ganz leicht 0,06% im Plus. Die anderen Coins 1 bis 2% im Minus, aber keine ja, großen Bewegungen wirklich. Top-Gewinner zu gestern. Das ist, wen haben wir heute hier an Platz 1? Just mit 50% Kurs plus. Yearn Finance mit 41% Kurs plus. Terra 27% Kurs plus. Ja, also Yearn Finance wieder hier. Ein DeFi-Coin steht bei $6.200. Nicht schlecht. Balancer hingegen und Band Protocol mit knapp 10% Minus. Also Leute, das war es von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save.